Mit einigen Rezepten aus der Schlemmerpost lud die AOK Magdeburg heute zu einem Rückblick ihres Kursprogrammes des vergangenen Jahres ein. Mit Ernährungs- und Entspannungsangeboten sorgen erfahrene Fachleute aus der Praxis dafür, dass die Teilnehmer nicht nur schwitzen, sondern auch etwas über sich, ihren Körper und ihre Umwelt lernen. Aber auch der Austausch unter Gleichgesinnten sollte dabei nicht zu kurz kommen. So fanden in dem letzten Jahr Kurse wie zum Beispiel Gewichtsreduzierung, Aquawalking oder auch Yoga glänzenden Zuspruch bei den Versicherten. Ja, der Rückblick auf die Inanspruchnahme unserer Kurse sind für uns sehr positiv. Wenn wir den Zeitraum von 2001 jetzt bis 2005 vergleichen, hat sich die Teilnehmerzahl verdoppelt, sodass wir schon im ersten Halbjahr 2005 über 3000 Teilnehmer an unseren Präventionskursen haben. Ja, was nimmt man in Anspruch? Dann hat sich das ein bisschen gewandelt. In der Zeit noch um 2000, 2001 stand mehr Ernährung im Vordergrund. Das hat sich ein bisschen geändert. Heute werden im Vordergrund Bewegungsangebote in Anspruch genommen. Wenn ich das mal so sagen kann, Aquatraining, Aquajogging steht ganz oben in den Angeboten und in der Anspruchnahme. Aber auch andere Bewegungsangebote, Rückenschule wird sehr gut in Anspruch genommen und so weiter. Aber nicht nur Bewegung tut dem Körper gut, sondern auch die richtige Ernährung gehört dazu. Die Fachkräfte zeigen, was man Leckeres aus einer Avocado zaubern könnte, ohne dass Kinder es beispielsweise gleich beiseite schieben. Das Ziel der AOK ist es, mit ihren Kursen Vorsorge zu treffen und durch eine bewusste Veränderung eingeschlichener Lebensgewohnheiten Krankheiten vorzubeugen. Das neue Kursangebot läuft jetzt nach der Urlaubszeit wieder an und wer Interesse hat, kann sich auf www.aok.de über alle direkten Kurse näher informieren.